zieht uns rein in diese Welt. Auf die Straße zu den Menschen. Ihr Hupe, ein Applaus, es geht sich aus in dieser Welt. Jeder Augenblick ein Anfang, jeder Schritt zeigt nicht zurück. Und wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Und wir sind mittendrin. Na, und was habt ihr mit den Arbeiten gemacht? Ja, die haben wir beigesetzt. Alle 12 Stück. Obwohl, ich bin mir nicht sicher, ob immer die richtigen zwei beieinander liegen. Na, weißt du, bei uns zu Hause, da sagt man, du kannst nicht gehen, wenn du nicht im ganzen Stück begraben worden bist. Und ich mach mir Gedanken wegen einer depperten Leiche. Aber schau, du hast eine schöne Wohnung, einen gut geehrten Betrieb und vor allem eine nette, flexible Arbeit für mich. Also, ich mach da keine Gedanken drüber. Entschuldigung, aber wir müssten uns doch einmal im Keller umschauen. Wieso glauben Sie, dass da einer hängt? Nein, aber der Leich führt auf Fuß. Ja. Und der Mann ist wirklich tot? Das kann man so sagen, ja. So, wenn Sie bitte hier unterschreiben würden. Ist das nicht fürchterlich, so eine Lebensmittelvergiftung? Du nicht sofort die Pappen holst, dann wirst du gleich am eigenen Leib mitkriegen, was so eine Lebensmittelvergiftung anrichten kann. Aber dass man das schon lesen kann, gell? Wieso? Na ja, wenn Sie in 10 Jahren noch immer keine Fährche Leiche interessiert, dann gehört sie euch. Na bitte, und was soll man mit so einer halbverwesten Mumie anfangen? Ich könnte sie nicht an die Bar setzen als Attraktion für die Gäste. Alech und ein paar recht. Was glaubst du, wie viele Leute extra wegen dem Ötzi aus dem 8. kommen werden? Haben Sie den Haxen schon gefunden? Na leider. Aber wenn er noch auftaucht, dann rufen Sie uns, bevor Sie ihn da auf die Bar stellen. Bitte, so ein Haxen redet nicht von allein nicht davon. Naja, vermutlich hat ihn ein Tier abgenagt und verschleppt. Wissen Sie schon, wer er ist? Vermutlich war es ein Einbrecher, der flüchten wollte. Und hat er lebenslänglich gekriegt. Ja, die Strafen werden immer härter. Seid froh, dass seine Urwaschungen nicht vermisst werden.